Verkleidungen hier an der Schwelle entlang habe ich alles ausgebaut. Da habe ich auch schon ein bisschen was ausgebaut. Hier sitzt der Steiger, der mit dem roten Stecker. Da muss man mir zwei Pins anschließen, Campusleitungen. Und ich habe da keinen Kofferraumverkleidung ausgebaut. Gell? Ich werde es jetzt mit Hilfe von dem Kabel durchziehen. Von da, also von hier, Richtung Steuergerät jetzt Kabelstrang ausziehen. Weil ich mag die Verkleidung einfach nicht ausbauen. Ich probiere es jetzt da entlang originalen Kabelstrang einfach nebenbei vorbeiziehen und dann da runter. Dann zeige ich später. Habe ich nicht geschafft, so durchzuziehen. Zu ziehen. Kabel habe ich doch teilweise von Verkleidung ausgebaut, also der da Verkleidung ausgebaut. Den habe ich auch irgendwo im anderen Video, wie es zum Ausbauen ist. Da ist eine Schraube da, da ist ein Clip. Und vom Seitenverkleidung vom Kofferraum habe ich auch alles ausgehängt, dass ich sehe, wo ich mein Kabel befestige und durchziehe. Da habe ich, leider ist es jetzt nicht zum Sehen. Na, sieht man nicht. Da habe ich neben Originalstrang überall mit dem Kabelbinder neue Strang, also für Rückfahrkamera, habe ich befestigt und dann da unterm Teppich reingelegt und da, es läuft alles neben Originalkabelbaum, da habe ich nebenbei also verlegt und befestigt. Jetzt bin ich fertig bis zum Sicherungskasten, weiter muss ich einen Sicherung anschließen, das ist der rote Kabel da, laut Beschreibung Sicherung 22 muss ich schauen und dann Diagnose. Und dann Diagnoseinterface anschließen, der ich schon mal gezeigt habe, der sitzt unten, das ist der da in der Nähe vom Gaspedal weiter oben, der mit dem roten Stecker. Da muss ich CAN-Bus-Leitungen anschließen und dann zum Navi-Radio auch zwei Kabel anschließen. Hier ist Sicherungskasten. Laut meiner Beschreibung muss ich auf Sicherung 22 dazu anschließen. Das ist der da. Ich werde jetzt da Schraube und hier Schraube abschrauben. Dann kann ich Sicherungskasten ein bisschen beweglich machen. Also umdrehen und zum Sicherung da dazu anschließen. Aber da muss man an der richtigen Seite anschließen gehen. Ja, dass das abgesichert bleibt. Sicherungskasten habe ich da abgeschraubt. Da ist da hinten so ein Deckel. Der ist zum Schieben da. Um den zu verschieben, da sind zweimal die Knöpfe zum Drücken. Beide drücken und dann nach hinten, so nach hinten rausschieben. Moment, muss jetzt auch drücken und schieben. Jetzt klappt es mit einer Hand nicht. Deckel ist ausgebaut. Jetzt muss ich schauen, dass ich zum Sicherung 22 dazu anschließe. Und sie beeilt ausmessen, dass das abgesichert wird. Also, wenn die Sicherung rausgezogen ist, da ist kein Strom. Muss man schnell mit dem Multimeter oder Prüflampe prüfen. Der Pin 22 Sicherung, den habe ich ausgepinnt und mein dazugehörigen Kabel einfach dazu gelötet. Jetzt werde ich wieder einpinnen und schauen wir mal weiter. Sie brauchen aber auf jeden Fall Auspinnwerkzeug. Das ist dann, sonst ist das schwierig. Und das ist ein Trick noch. Das ist noch zum Verschieben da. Also dieses lilane Sicherung, den müsst ihr seitlich verschieben. Dann ist das ausgerastet und dann können Sie auspinnen. Nach dem Einpinner wieder nach rechts verschieben, in meinem Fall nach rechts, und Sicherung wieder einbauen. Da habe ich Steckergehäuse vom Stecker rot ausgebaut. Da muss ich Pin 10 und 20 laut Beschreibung anschließen. Das ist ja CAN-Busleitungen. Da müssen es normalerweise Farben passen, also braun, orange oder orange-braun. Mit Orange-Lilena, da muss man gleiche Farben auch anschließen. Die werde ich jetzt auch vorsichtig auspinnen und werde dazu löten.
Leitungen, also Sicherung und Campusleitung habe ich jetzt angeschlossen, habe alle Verkleidungen zusammengebaut. So, jetzt mein nächster Schritt. Ich muss Navigationsgerät ausbauen. Ich muss schauen, was da alles ausgebaut werden muss und dann letzte zwei Kabel für Navi-Gerät anschließen. Erstmal werde ich Blende für Klimaanlagebedienung ausbauen. Die muss entriegeln, um zu schauen, was da drunter gibt. Gibt es da Schrauben oder so? Da sehe ich schon da zwei Schrauben, da zwei Schrauben. Da muss ich die wahrscheinlich ausbauen. Jetzt werde ich die schnell rausschrauben, dann weiterschauen. Bedienteil habe ich ausgebaut. Es war mit vier Schrauben verschraubt. 1, 2, 3, 4. Die habe ich ausgeschraubt und dann ausgehängt. Und da haben wir eine Schraube gehabt für die Leiste. Den habe ich auch raus. Jetzt muss ich schauen, wie die komplette Leiste zum Ausbauen ist. Leiste habe ich komplett nicht ausgebaut. Ich habe die ungefähr bis daher ausgehängt. Da war Kabel, Warmblinkanlage, den habe ich abgesteckt. Und dann habe ich mit dem Keil von unten so. So, warte mal. So reingefahren, dass ich Blenden rundherum ausbaue. Genau, das muss ich komplett aushackeln. Von beiden Seiten. Das muss ich irgendwie ausbauen. So, genau. Geklipst. So. So, Lüftungsdüse habe ich komplett ausgebaut. Die ist geklipst. Vorher natürlich habe ich oben Fach ausgebaut gehabt, das habe ich vergessen zu sagen. Der war nur zweimal von oben verschraubt. 20er Tor und das war's. So, jetzt sehen wir, dass der Navigerät mit vier Schrauben verschraubt ist. Das mache ich jetzt auf. Der kann alles ausbaut, das ist ja so schön. Mechanismus zusammendrücken, aufmachen. Die Navis, da sind es überall Aufregelungen, rausziehen ein bisschen, da auch rausziehen. Bei dem war es zum Drücken, die habe ich alle ausgebaut. Jetzt muss ich schauen, wo meine zwei Pin dazu können. Muss ich schnell eine Beschreibung schauen, was für Pin-Nummer waren das. Und das tue ich jetzt für blaue Buchse. Pin 6 und Pin 12. Das ist auf der Seite, Pin 6 und Pin 12. Muss man dann Stecker aufmachen, da seitlich, so wie ich sehe. Mache ich auf und Pin 6 weiß und Pin 12 ist schwarz. Das mache ich jetzt rein. Hab wieder zusammengesteckt, der Pin ist sonst drin. Blaue Buchse ist auch drinnen. Jetzt werde ich Navigerät wieder einbauen, also Stecker, alle Stecker wieder rein, Navigerät einbauen, zusammenbauen. Zusammenschrauben habe ich schon. Sauber eingebaut, nichts kaputt gemacht. So, jetzt probieren wir, ob es geht. Normalerweise geht das nicht. Zündung einschalten. Rückwärtsgang einlegen. Na, es geht nicht. Wir müssen jetzt mal mit dem Tester aktivieren. So, jetzt machen wir dann weiter mit dem Tester.